Und damit herzlich willkommen hier zu Hammerstedt. So, wir haben sofort ein Gebäudebrand nach Kurzschluss. Okay, Gebäude brennt hier an der Ecke in Vollausdehnung. Wir haben einmal Gebäudebrand Vollausdehnung. So, ihr hört schon die Sirenen. Und also im Hintergrund, die Einsatzleitung trifft also jetzt auch ein, macht also jetzt hier die Straße dicht. Wir versuchen das Feuer einzudämmen. Erstmal von hier hinten versuchen, dass das Feuer nicht weiter sich ausbreitet. So, wir setzen einen Verteiler. Die Drehleiter wird dann auch von uns hier eingespeist. Dazu setzen wir ihn. Okay, der Ruster wird hier zum Absperren eingesetzt. Wir kommen es dahin. Haben wir hier jetzt irgendwie noch einen Hydrant? Auf den Weg. Wird gemacht. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt. Jetzt das Fahrzeug hier hinsetzen. So, dann hier eine Wasserversorgung noch aufbauen. Ihr nehmt euch Schläuche. So, jetzt haben wir hier Wasserversorgung soweit aufgebaut. Ja, ich würde sagen, den Brand haben wir hier ziemlich schnell unter
Kontrolle dann zum Schluss gehabt und waren eigentlich auch so recht gut, muss man sagen. Also ja, und damit ist das Feuer aus. Wir gratulieren den Kameraden, dass sie hier so schnell eingegriffen haben. Und ja, auch wieder die falsche Person. Ja, bestätige. So. Was da ab? Ah ne, halt. Da brennt noch ein Baum. Sofort. Was gibt's auf dem Weg? Ja, Panama passieren. So. Wird umgehend durchgeführt. Ja, sofort. Auf dem Weg. Ja, wird umgehend durchgeführt. Wir stecken da ein. Alles klar. Was bin unterwegs? Wir stecken da ein. Was gibt's? Alles klar. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Ihr steckt da ein. Ja, verstanden. Auf dem Weg. Bin unterwegs. Was gibt's? Aber wir werden dann schlussendlich doch nochmal eine Wasserversorgung aufbauen. Wir unterwegs. Auf dem Weg. Um das Fahrzeug noch einzuspeisen. Gut. Ihr rückt ab. Du kannst abrücken. Du rückst ab. Und die Einsatzleitung kann auch schon abrücken. Wir haben jetzt hier soweit eigentlich alles gesichert. Wird umgehend durchgeführt. So, jetzt aber. Jetzt ist das Feuer hier aus. Zustand haben wir hier einmal. So, dann schicken wir einmal hier an. So. Wird. Ja. Du steckst ein, du steckst ein. Wird ausgeführt. Was geht, wird gemacht. Bin unterwegs. Du steckst ein, gut, du steckst auch ein. Ja. Ja, du steckst auch ein. So, Rettungswagen ist an der Einsatzstelle eingetroffen. Rucksack schnappen. Schnappst dir die Trage. Und zack.
So, dann gucken wir mal. Die Person ist eigentlich jetzt so weit, dass er abtransportiert werden kann. So, ab ins Auto. Und dann einmal ins Krankenhaus. Oh, Kreislaufprobleme. Einmal in dem Haus. Da schicken wir einmal einen Notarzt und einen RTW hin. So, der Einsatz ist dann auch erledigt und stehen ja am Unfallklinikum Hammerstedt. Höre, habe verstanden. Oh. Ja, bin unterwegs. Auf dem Weg. Ja, dann gehst du in das Gebäude, wird wahrscheinlich das sein. Genau, da liegt sie nämlich. Schon unterwegs. Oh, dann warten wir ab, ob noch ein Einsatz gleichzeitig dazu kommt. Ja, mehr. Ohne noch irgendwie. Ne. Mal gucken, was die Person macht. Wo sind wir denn? Okay, muss noch ein bisschen. Rettung Klippe. Interessanter Name. Gut, Person soweit fertig. Vorher kleinen Blitzeinschlag, würde ich jetzt sagen. Okay. Da brennt. Da brennt ab Bümle. Ab Bümle brennt. So. Ja? Was gibt's? Okay, fährt der. Okay, der Notarzt fährt jetzt zurück zur Wache. Wo steht das Auto jetzt da? Achso. Gut. Gut, 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 gut. Wir gucken uns zum Baum hin. Ja, da kann man froh sein, dass der Blitz nur in diesem Baum eingeschlagen ist und hier nur ein Feuer klein ist. Und die Feuerwehr ist auch schon auf dem Weg.
Auf dem Weg. Dann haben wir mit dem Schnellangriff. Dann pusten wir das Ding aus. Das wird eine schnelle Sache. Ja, ich hoffe, wir warten auf den nächsten Einsatz. Oh. Feuer aus, ihr könnt also einrücken. Zack. So, Ladi. Was gibt's? Oh, aber der Ladi ist anscheinend immer noch im Gebäude. Das ist also die Polen, was gibt's denn unterwegs? Wenn ich ewig lang suchen muss. Okay. Ich will mal so sagen, wenn man schon Ladendieb ist, dann sollte man ja vielleicht aber auch aus dem Gebäude rausrennen und nicht im Gebäude an der Kasse stehen bleiben. Vor allen Dingen, da die Polizei mit Martin anfährt und die Polizei einfach rein zufällig hier ist. Also wenn ich Ladendieb wäre, also ich würde nicht unbedingt so nah an einer Polizeiwache einen Ladendiebstahl begehen. Ich meine, die Polizei ist ja klar, dass die dann ziemlich zügig da ist. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Also ich sehe das zu Ladendiebstahl in der Nähe von der Polizeiwache da. Oh, die hat sogar eine Waffe. Okay, das ist sehr interessant. Die Frau hatte eine Waffe dabei und hat sich... Aha. Eine LAN-Dieven. Die, also. Ja, also. Ja, ja. Wenn hier von außerhalb nochmal eine Streife schicken, die auch noch Streife fährt, weil wir haben. Darmstadt haben wir. Eine Zwei-Mann-Besatzung in dem Streifen, dann haben wir noch vier weitere Polizisten, die tagsüber hier sind. Ansonsten haben wir abends nur eine Vier-Mann-Besatzung an Polizisten, die hier stationiert sind. Na gut, rein theoretisch können wir nachts auch alle drei Streifen alarmieren, die sind auch voll besetzt, aber das ist mal so, dass tagsüber die Streifen auch besetzt werden können und nachts halt zwischen 18 und 8 Uhr ist halt hier die Polizei nicht so gut besetzt. Oh, da haben wir wieder einen Rettungseinsatz. Ja, hier wird also gleich dann die Polizei kommen. Ich habe von außerhalb noch die Kollegen, aber ihr seht, die ziemlich lange brauchen. Ja, die Einfahrt ist da hinten.
Gucken wir mal. Ja, wird gemacht. So, einmal Rad und Rucksack schnappen, du schnappst ja mal die Trage. So, du gehst einmal dahin. So, wir benutzen einmal den Notarzt an der Einsatzstelle. Warten wir, bis die Person dann soweit fertig ist, dass wir sie dann gefahrlos abtransportieren können. So, hier oben steht der Bulli. Und der wird dann auch einmal Streife fahren und kontrollieren. Wir werden mindestens zwei Streifen hier im Einsatzgebiet haben. Feuer, unbekannte Ursache. Was gibt's? Bin unterwegs. Oh. Wir gehen einfach mal auf B2, bekannte Ursache. Und wurde nur gemeldet, ja, man sieht Rauch. Genaues wurde nicht gemeldet. Also die Streifenfahrzeuge fahren hier etwas merkwürdig. Wird gemacht. Warst schon unterwegs. Habe verstanden. Ja. Auf dem Weg. Sofort. Oh. Was gibt's? Der Einsatz hat informiert. Es ist ein Kleinbrand. Was gibt's? Das ist natürlich der Kollege. Ja, die Polizei dann jetzt hier. Ja, er rückt auch wieder ab. Oh, er rückt auch wieder ein. Dann hängt er da oben noch Feuer. Die Burg bleibt dann erstmal noch vor Ort und fällt erstmal sicher. Aber brauchen wir auch nicht, also. No. Wir kriegen ja das mit Feuerlöscher aus, obwohl rein theoretisch eigentlich nicht so viele Feuerlöscher vorhanden sein dürften. Okay, ich muss sagen, das Feuer breitet sich jetzt ziemlich rasch aus. Also, wenn doch das alle da arbeiten wird. Hätte ja sein können, dass wir das Feuer auskriegen, aber es breitet sich ziemlich schnell aus. Okay, wir nehmen hier also einen Schnellangriff vor. Wir kriegen Löschwasser. Und jetzt haben wir auch noch ein VU mit eingeklemmter Pirat. Okay, zwei PKW sind zusammengestoßen. Oder hier einen RT, zwei RTBs, ein Notarzt hin. Die Pol kommt hin. Wir haben hier zwei Abschlepper. Und wir werden da
Mit dem Einsatzleiter, wenn wir jetzt hier noch den Rüster hinzuziehen und das TRF. So, also die Po übernimmt dann einmal da und einmal hier die Absperrung. Gut, so. Notarzt ist da jetzt vor Ort. Notarzt übernimmt alles weitere. Feuer breitet sich da weiterhin aus. Löschwasserversorgung steht. Buster kommt. Rettungskräfte bereiten sich jetzt soweit drauf vor. Abschleppdienst ist auch schon vor Ort. Ihr leitet um. Du leitest auch. Du leitest auch um. Gut, so. Dann einmal die Personen aus den Fahrzeugen befreien. Schauen wir mal hier hin. So, einmal zack. Der RTW kommt von weiter außerhalb. Dann haben wir hier das Feuer auch gleich aus. Oh, hier oben kommt nämlich der zweite Rettungswagen. Gut, wir hatten hier oben die Situation etwas unterschätzt. Statt eigentlich dieser Kleinbrand lässt sich schnell unter Kontrolle kriegen, aber falsch gedacht. Dieser Kleinbrand ließ sich nicht so schnell unter Kontrolle kriegen. Also wir haben wieder was dazugelernt. Wir hätten ja B2, B1 draus machen sollen und hätten dann halt mit dem TLF das gelöscht. Aber nun gut, wollten halt Einsatzkräfte sparen. Gut, da ist eine Person jetzt raus. Die Person wird jetzt hier versorgt. Okay, wir machen hier soweit schon mal alles startklar. Load and go dann in dem Fall. Wenn die Person raus ist, werden wir sie wahrscheinlich ziemlich schnell versorgen und ab in den Rettungswagen mit der. Ja, die Person ist dann soweit fertig. Die Einsatzstelle wird dann in Kürze dann an die Polizei übergeben. Hier lassen wir den Notarzt mitfahren. Gut, dass die Wache. So, jetzt wird es langsam düsterlich, sodass er die Einsatzstelle jetzt hier ausleuchten. Und für Beleuchtung kann man natürlich hier auch an. Ja, das sieht und naja, du, das geht noch. So. Zack, zack. So, der Notarzt geht dann einmal mit ins Krankenhaus. Das NEF fährt dann einmal zur Wache. Der Abschleppdienst kümmert sich um die Fahrzeugwracks. Hier steigt ein. Wird dann noch einmal gewartet, bis die Fahrzeuge eingerückt sind. Um wir hier vielleicht irgendwie mit Besen irgendwie noch so. Nee, wir können nicht weiter zusammenräumen. Gut. Dann geht es einmal zum Schrottplatz. Fährt einmal zurück, Umfeldbeleuchtung aus, Lichtmast kann eingeräumt werden, die Pol steigt in, ja, steigt ins Fahrzeug ein und kann dann auch einmal wieder zurück zur Wache gehen. Und dann war es das hier aus Hammerstedt. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Auf euch hat das Video gefallen und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis dann.